Die multimodale Diagnostik erlaubt uns zu erkennen, welches Hirngewebe gerettet werden kann beim akuten Schlaganfall. Beim Schlaganfall haben wir wenig Zeit und müssen schnell wichtige Dinge erkennen. Zum einen müssen wir erkennen, ob der Schlaganfall wirklich eingetreten ist. Zum anderen aber müssen wir auch schnell entscheiden, ist es notwendig, eine Therapie einzuleiten und wenn ja, welche. Die multimodale Diagnostik wird durchgeführt, indem wir kombinieren eine normale Untersuchung, zum Beispiel MRT, aber auch mit CT möglich, mit sogenannten Durchblutungskarten. Das heißt, wir messen die Hirndurchblutung in dieser Akutsituation und wollen dadurch herausbekommen, ist das Hirn zum Teil vielleicht schon geschädigt, aber vor allen Dingen gibt es noch rettbare Anteile vom Gehirn. Und das wäre sozusagen das Missverhältnis von der Störung in der Durchblutungskarte zu dem bereits geschädigten Areal. Das interessiert uns, damit wir die Therapie entsprechend entscheiden können. Prinzipiell sind beide Verfahren dafür geeignet, eine multimodale Bildgebung beim akuten Schlaganfall durchzuführen. Bei beiden Verfahren ist es möglich, einen Infarktkern, also das Gewebe, was bereits meistens leider unwiederbringlich geschädigt ist, zu erkennen. Aber bei beiden Verfahren kann man durch die sogenannten Perfusionskarten, also durch Blutungskarten, auch erkennen, gibt es noch rettbares Gewebe oder gibt es Gewebe, was wir noch retten wollen. Und beim Übereinanderlegen oder Nebeneinanderlegen von solchen Karten vergleichen wir dann in der Akutsituation, was müssen wir tun, welche Therapie gilt es einzuleiten.